Hallo, moin moin, da bin ich wieder, euer Peter. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich würde gerne mit euch heute einmal ausprobieren, wie wir unsere Daten sicher verstecken können. Stellt euch einmal vor, euer Computer wird gehackt, jemand kann auf eure Daten zugreifen, aber ihr habt Pech gehabt, denn ihr benutzt das Programm Veracrypt, habt eure Daten verschlüsselt und die sind sicher. Das wäre doch toll. Wie geht das? Gar nicht so schwer. Ich werde oft gefragt, wie man das machen kann und vielleicht deswegen heute einmal das Tutorial. Wie installiere ich Veracrypt auf meinem PC? Hier jetzt mit Linux Ubuntu, aber das Ganze geht auch auf einem Mac oder auf einem Windows-System. Gut, das Erste ist, wir geben ganz einfach bei Google oder bei der etwas sicheren oder sicheren Suchmaschine DuckDuckGo, so peinlich das auch klingt, ich weiß, Veracrypt ein und bekommen dann hier die Original-Homepage angezeigt. Müssen wir eben schauen, wie war es hier? Und müssen jetzt einmal gucken, Download, da sind wir hier und sehen dann hier, okay, für Windows die Exe-Datei, für Mac und hier für Linux. Für Linux Ubuntu musste man darauf achten, dass sie hier die, dass die Datei eine TAR-Datei ist. Ihr ladet jetzt die Datei runter und das mache ich jetzt nicht, weil ich das schon gemacht habe. Wenn ihr die Datei runtergeladen habt, müsst ihr sie noch entpacken. Dann, wenn die Datei entpackt ist, schauen wir mal eben nach, wie müsste es dann, ja, so müsste es dann bei euch aussehen. Dann geht ihr hier auf diese Datei und bei mir funktioniert das mit Doppelklick. Ich kann sie dann hier im Terminal ausführen lassen und hier auf Install drücken. Mache ich jetzt hier nicht, weil ich das schon gemacht habe. Bei euch, also das war ganz einfach, ihr drückt dann einfach auf Install. Und im Terminal wird dann dieses kleine Programmchen installiert. So, das war es dann eigentlich schon mit der Installation. Und wir können dann im Menü hoffentlich jetzt, wenn es bei euch geklappt hat, hier das Programm Veracrypt sehen. Gut, das erste ist, man sucht sich hier ein Volumen aus. Ich nehme jetzt hier Nummer 4. Und muss dann entscheiden, wo speichere ich das Ganze ab? Also wo sollen meine Daten, die ich dann alle in diesen Ordner reinpacke, wo sollen die liegen? Auf welcher Festplatte? So, ich packe das Ganze einmal in Dokumente. Und da habe ich schon einen drin. Ne, das sind die Hundefotos. Das habe ich eben im ersten Tutorial gemacht. Da musste ich leider husten und deswegen ist es jetzt das zweite. So, mal gucken, ob das geht, dass ich das überschreibe. Ich hatte den Ordner schon mit 10 GB Größe angelegt und habe einen unauffälligen Dateinamen genommen, dass also ein Event, ein Angreifer, der auf eurer Homepage, ständig auf eurer Homepage, auf eurem Rechner dann sein Unwesen treibt, natürlich nicht aufmerksam wird auf die interessantesten Daten, sondern vielleicht sich dort vergeblich bemüht, die Dateien alle zu durchsuchen und Hundefotos oder was immer ihr dann nehmt, klingt natürlich nicht so interessant. So, gucken wir, ob das hier funktioniert, dass ich das jetzt überschreibe. Jetzt, na, ich wollte ja eigentlich ein Create Volume machen. Ja, genau, also nochmal zurückgehen. Ich habe gerade gedrückt Create Volume, ne, nicht einrichten. Lass hier die Einstellung so bestehen und gehe auf Weiter. Und jetzt müsste ich, nehmen wir jetzt mal einen anderen Speicherort, nehmen wir einmal Downloads, speichern und geben jetzt der Datei einen Namen. Bilderhund, nennen wir es nochmal. Speichern und hier auch wieder auf Weitergehen und jetzt geben wir hier eine Größe an. Ich mache das jetzt mal ganz klein, weil ich die Datei natürlich jetzt gar nicht brauche. Machen wir es richtig schön klein, 10 MB. Bei euch natürlich solltet ihr eine größere Datei wählen oder mehrere Gigabyte könnte ich schon oder würde ich euch schon empfehlen, denn
Man packt ja dann im Laufe der Zeit alles Mögliche an Daten rein, die vielleicht wichtig sind, vielleicht auch Videos oder Fotos. Da sollte man also wirklich nicht geizen, wenn ihr eine große Festplatte habt. Gut, bei mir ist aber nur 10 MB. Dann das Passwort, ganz, ganz wichtig, also ein bisschen Länge, also 20 Zeichen oder mehr, Steuerzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen. Denn ansonsten ist es für einen Hacker relativ leicht, das Passwort dann zu knacken. Gut. Ich nehme jetzt mal hier für meine Demonstration was ganz Einfaches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das solltet ihr natürlich auf gar keinen Fall machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Was sagt er? Das Passwort ist blöd. Ja, ich weiß. Ich nehme es trotzdem. So, weiter geht's. Und jetzt soll ich die Maus bewegen. Ihr seht, das hilft sozusagen dem Programm, einen Hash zu erzeugen oder eine Verschlüsselung zu generieren, die unter anderem, wie soll man es jetzt sagen, durch die zufällige Bewegung meiner Maus auch noch besonders sicher wird. So, wenn ich jetzt meine, das ist jetzt sicher genug, der Verschlüsselungscode, gehe ich jetzt hier auf Formatieren. Jetzt wird meine Festplatte, die ich da gerade angelegt habe, formatiert und schon, haha, wir sind fertig. Das war's. So, und wenn wir jetzt mal gucken, wo hatten wir sie noch angelegt? Die Datei war, glaube ich, bei Downloads und da müsste jetzt Bilder rund. Da ist die Datei. Gut. Möchte ich jetzt darauf zugreifen, dann müsste ich hier auf Select File gehen und hier in meinem Ordner Downloads, Bilderhund, öffnen und hier auf Mount, also einhängen. Ne? Also das Programm liest das Ganze so, als wäre es wirklich ein USB-Stick oder eine Festplatte. Und jetzt klicken wir mal auf Mount und jetzt möchte der das erste Passwort haben. Das ist das, was ich gerade eingestellt habe, was ihr natürlich niemals macht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also so ein schlechtes, leicht zu hackendes Passwort. Und ihr seht, es hat geklappt. Und jetzt noch euer Administrator-Passwort. So, das sage ich euch natürlich nicht. Und das war's. So, jetzt ist der Ordner eingehängt und das können wir jetzt auch überprüfen. Wenn ich hier auf meinem Dateimanager gehe, dann sehe ich hier unten meine Festplatte, die hier mit eingehängt ist. Und ihr könnt sie jetzt also öffnen und hier ganz normal Dinge reinpacken, die sicher sein sollen auf euren Rechner. Und wenn ihr natürlich mit diesem Ordner dann fertig seid und sagt, okay, jetzt muss es wieder schließen, nicht vergessen, dismount, also diesen Ordner wieder aushängen, damit er wieder verschlüsselt ist. Ja, das war's dann schon und ich hoffe, es hat euch gefallen, es war nicht so durcheinander und denkt dran, Sicherheit ist immer ganz, 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 ganz wichtig. Gut, dann bis bald. Gebt mir einen Daumen hoch und alles Gute.